Und damit hallo und herzlich willkommen zum Thema des Tages. Der Ball verbindet. Diese These hat der Hip-Hop-Künstler Ali Boumaier. Und er hat früher hier vielleicht in Neukölln mit Antonio Rüdiger sogar zusammen Fußball gespielt. Denn hier im Herzen von Neukölln, da hat der Innenverteidiger, der leider nicht mit zur Europameisterschaft fahren konnte aufgrund einer Kreuzbandverletzung, das Fußballspielen erlernt, wie er das verkraftet hat. Was Ali Boumaier über die Äußerung beispielsweise von Herrn Gauland, die ja völlig daneben gewesen sind, denkt. All das erzählt er uns gleich in einem Gespräch, denn wir werden ihn gleich treffen. Zunächst schauen wir uns aber mal an, ob Ali Boumaier so filigran in Sachen Sprechgesang ist wie Antonio Rüdiger am Ball. Ich vermiss dich, aber habe dich noch nie gesehen. Ich höre meine Familie von dir so viel erzählen. Damals mussten sie wegen Krieg weggehen. Ihr könnt uns unser Land, aber nie die Liebe nehmen. In all den Jahren ist so viel geschehen. Es ist an der Zeit, dass ich dieses Lied aufnehme. Sie änderten deinen Namen in Israel. Doch für mich wird es immer nur Palästina geben. In deinen Straßen jeden Tag ein neues Blutbad. Mein Herz blutet, wenn ich sag, dass ich dich nie besucht hab. Du bist von meinen Eltern der Geburtsort. Wenn ich dein Leid sehe, weiß ich, woher die Wut kommt. Oma redet so viel von deinen Olivenbäumen. Heute sieht man nur noch Panzer über deine Wiesen rollen. Die Sonne scheint, Ali Boumaier sitzt neben mir. Und wir wollen ein bisschen über Fußball reden, ein bisschen über Musik. Schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ich würde gerne gleich in die Vollen gehen. Als dein Kumpel Antonio Rüdiger die Nachricht bekommen hat, Kreuzbandriss, er fällt aus für die Europameisterschaft. Was hast du in so einem Moment gedacht, als du das gehört hast? Nimmt man danach Kontakt auf? Kann man da tröstende Worte sprechen? Wie war das? Ja, das war. Ich bin einfach in irgendeinem Internetportal, Sportportal. Da habe ich es auf einmal gelesen: Kreuzbandriss bei Rüdiger, tralala. Ja, ist auf jeden Fall schon mal. Man hat auf jeden Fall Mitleid. Gerade wenn man sich auch halt persönlich kennt, so, kann man schon ein bisschen mitfühlen. So. Habe ich dann auch direkt eine SMS geschrieben, dass ich, ja, alles Gute und so, was man halt so schreibt als Freund, Kumpel. Ja, er macht halt einen sehr starken Eindruck. So. Auch seine Antwort war sehr stark und so. Aber man kann sich schon denken, dass ihn das so sehr getroffen hat. Gerade weil ich jetzt auch vor kurzem wieder. Ich war jetzt in Paris gewesen. Ich habe mir das Länderspiel gegen Polen, das Spiel gegen Polen angeguckt. Da hat er mir auch geschrieben, da hätte meine EM werden können und so, weißt du? Wo ich da war, weil er hat es gesehen bei Snapchat, glaube ich. Das tut dann schon ein bisschen weh, so, Alter. Hat mir sehr leid getan viel. Aber er ist noch jung und ich glaube, er ist ein Kämpfer und der wird das schon auf die Reihe kriegen. Also. Gekämpft habt ihr früher ja wahrscheinlich auch die eine oder andere Fußballschlacht. Wie war das, als man früher angefangen hat, in Neukölln Fußball zu spielen? Ja, Toni, wir dürfen nicht vergessen, Toni ist ja noch ein bisschen jünger als ich. Sein Bruder, der war ja auch ein Profifußballer. Der war eigentlich, kann man sagen, in Berlin so der beste Jugendspieler, den ich je gesehen habe, sein Bruder. Und Toni war halt immer der Kleine, so auf den hat man gar nicht so geachtet, so, weil der Bruder halt mehr im Fokus war, weißt du? Der war auch viel älter als er. Ja, und dann irgendwann war er weg. Der war einfach weg, so. Ich habe dann halt mit Sarah gefragt, wo ist dein Bruder? Ja, der ist im Internat und Fußballinternat und so. Und dann irgendwann kam er wieder als Profi, so, weißt du? Aber in der Kindheit so war er halt nicht so jetzt. Sein Bruder war halt viel mehr im Fokus gewesen. Und sein Bruder war wirklich ein Ausnahmetalent, der dann wenig Glück hatte danach bei Dortmund und so. Und der dann auch irgendwann aufgehört hat, glaube ich. Der ist heute Berater von ihm. Ja. Was braucht man aus deiner Sicht, glaubst du, tatsächlich um Fußballprofi zu werden? Und vielleicht auch die Werte, dass man früher angefangen hat, nicht klassisch vielleicht auf einem Fußballplatz erstmal, sondern auf einem Platz in Neukölln, wo man sich vielleicht durchsetzen muss. Wie wichtig sind solche Werte und kann man die sich bewahren? Ja, zunächst einmal, glaube ich, du musst sowieso ein bisschen Talent mitbringen. Weißt du, ich meine, gerade auch in der Jugend oder auf dem Fußballplatz, in der Kindheit, sieht man ja schon, wer heraussticht und wer halt nicht einfach, zum Beispiel ich war jetzt keiner, der groß Talent hatte. Ich habe niemals Tor gestellt, nochmal gut. Ich war auch ein guter Torwart eigentlich, aber du musst halt das gewisse Talent einfach mitbringen, so, weißt du? Und der Toni war ja, ist ja auch ein athletischer Typ und so. Und gerade bei den farbigen Brüdern auch, die wir haben, die sind auch alle ein bisschen, die werden schneller, reifer, also körperlich jetzt als andere. Und dann ist halt das Thema, ob du halt gefördert wirst. Das ist halt das Hauptproblem, also glaube ich auch in Berlin, vor allem in Neukölln.
Ich kenne viele, die hätten Fußballer werden können, aber da war die Förderung einfach nicht da. Weil die Eltern haben dann 10 Kinder oder 8 Kinder, die haben viel zu tun, da kann die Mutter sich nicht darum kümmern, dass der Junge immer zum Fußball geht. So, weißt du, kostet auch Geld. Ich meine, ich glaube, Toni wurde einfach durch seinen Bruder auch gut gefördert. Es wurde alles gut richtig gemacht und so. Und Talent hat er sowieso gehabt. Und darum ist es, glaube ich, auch so zustande gekommen. Und du brauchst halt eine Menge Schippe Glück. Brauchst du natürlich auch. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich kenne viele Fußballer, die hätten heute Champions League spielen können, die sind jetzt irgendwelche Kiffer geworden, so, weißt du? Was sehr schade ist, aber wie gesagt, du brauchst in gewissen Phasen deines Alters, wo du halt ranwächst, die richtigen Leute um dich herum, die es auch gut mit dir meinen und so, und dann hast du auch Chance da, was zu reißen. Hast du gerade gesagt, du hast das Spiel gegen Polen in Paris im Stadion gesehen. Welchen Eindruck hattest du von der Mannschaft und warum findest du diese Mannschaft vielleicht auch cool? Steht diese Mannschaft vielleicht, wenn wir es jetzt mal groß machen wollen, auch dafür, dass Deutschland ein Integrationsland ist? Hast du solche Gedanken, wenn du die spielen siehst, oder ist dir das völlig egal? Ja, ich kenne ja ein paar Spieler, auch persönlich so, und ich kenne es nicht alle, aber ich kenne halt ein paar, zum Beispiel mit den Jerome Boateng bin ich sehr gut befreundet auch. Das sind coole Typen einfach, weißt du, das sind einfach coole Typen. Und ich glaube schon, dass wir in Deutschland schon dieses Integrationsthema, kann uns da auch keiner, glaube ich, irgendwie was vormachen. Ich glaube, dieses Problem von Integration wird bei uns immer viel größer geredet, als es wirklich ist. So, also ich habe Jerome oder Toni haben mir nie irgendwas von Rassismus innerhalb der Mannschaft oder so erzählt oder so, weißt du, da gab es absoluter Quatsch. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie Integration, ich glaube schon, dass die ein Vorhängeschild sind, so auch, schon in Frankreich haben die damit richtig Probleme, so, war mit in der Mannschaft gerade, aber in Deutschland, Alter, glaube ich, ist alles cool. Und wie die Mannschaft auf mich wirkt, jetzt sportlich gesehen, meinst du, oder? Ja. Ja, das hapert noch ein bisschen so, das ist noch nicht richtig im Turnier drin, glaube ich. Aber ich glaube schon, dass Deutschland das Ding gewinnen wird, Alter. Ich hab da ein gutes Gefühl, weil ich glaube, die Spieler sind auch noch nicht auf 100%. Ich glaube, noch nicht mal auf 80%. Und wenn die alle nochmal eine Schippe drauflegen und wenn es nochmal auf ankommt, so, dann wird das was. Jetzt beschreibst du in einem deiner Texte, dass du einen Eindruck hattest, dass in Deutschland jeder Rapper sein will. In Deutschland ist zurzeit jeder Bundestrainer. Und man hat das Gefühl, da wird ganz, ganz viel auch erzählt, was er jetzt machen sollte, der Herr Bundestrainer, welche Spieler spielen sollten. Wenn ich eine Parallele zwischen einem Profisportler und einem Musiker sehe oder ziehen könnte, dann ist es die, dass ihr zum Beispiel in neuen Medien wie Facebook, ja, ab und zu werden eure Alben diskutiert, werden eure Tracks diskutiert und werden eure Leistungen diskutiert. Ist das was, wo man drüber stehen kann, soll oder vielleicht muss, oder nimmt man sich sowas zu Herzen? Ich weiß jetzt nicht, wie der Bundestrainer das aufnimmt, so, aber ich glaube, Erfolg, also Zahlen lügen nicht, so, weißt du? So, der Trainer hat Erfolg, und wenn ich mit meiner Musik Erfolg habe und ist Kritiker, aber die Kritiker hast du ja immer. Weißt du, zum Beispiel jetzt, ich war auch nie Fan von Jogi Löw, aber der Typ ist einfach Weltmeister geworden. So. Und mir geht das auch tierisch auf den Sack, so, wenn Gomez auf der Bank sitzt und der Götze als Stürmer spielt, so, weißt du? Aber das ist ja meines, also das sehe ich so. Das heißt ja nicht, dass er das auch so sehen muss. Er ist der Bundestrainer, Dicker, und er ist Weltmeister geworden. Und wenn er darf das, musst du akzeptieren als Fan. Ich bin ja in dem Sinne eigentlich, ich bin ja Fan. Ich bin ja Fan. Wir sind Deutscher, wir sind Fans. Am Ende wird man halt sehen. So. Ich meine, natürlich weiß am Ende eh jeder besser. So, der hat jetzt im Finale nicht geklappt. Dann wüssten es 8 Millionen Leute auch besser als der Bundestrainer. Weißt du, ich meine? Ich glaube nicht, dass ihn das interessiert. So. Er hat ja sein Standing so im DFB. Der Typ kam mit breiter Brust. Der kann sich sogar am Sack kraulen. Das interessiert gar keinen. Ich weiß doch gar nicht, warum die alle darüber so viel berichten. Und das ist doch kein Mensch, Alter. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass der Trainer sich da irgendwie, interessiert ihn gar nicht. Der hat sein Team so, an die er glaubt, der wird das durchziehen, und der Erfolg spricht für sich. Und ich bin mir 100% sicher fast, dass Deutschland mindestens ins Finale kommen wird. Als Fußballprofi möchte ich jedes Spiel gewinnen, möchte immer besser werden, möchte immer mehr Titel gewinnen, diese Gier nach dem Gewinn. Wenn ich die nicht habe, dann werde ich nicht Fußballprofi im Endeffekt. Ist es bei dir so, dass wenn du Songs schreibst, du sagst, der nächste Track, das nächste Album muss viel geiler werden als das Album davor? Oder bist du da viel entspannter, weil es eine Form der Kunst ist? Auf jeden Fall. Du hast natürlich als Künstler immer deinen Anspruch. Weißt du, du willst ja besser werden. Du willst ja auch entwickeln. Und
Ich glaube nicht, dass irgendein Künstler sagen kann, ja, es wird jetzt halt so, wie es wird, und wenn es halt nicht besser wird, dann habe ich ja Pech gehabt. Das, so geht man nicht an eine Sache ran. Und beim Fußballer, die wollen ja immer... Ich glaube, das ist aber auch der Wettbewerb. So. Du hast ja auch als Musiker einen Wettbewerb. Du hast ja noch andere, die auch Musik machen. Und als Fußballer bist du ja auch ziemlich gefordert, so im Wettbewerb, weißt du? Du willst halt immer alles besser irgendwie machen, natürlich. Klar. Dann schließen wir mit der Frage, du hast ja auch gesagt, Jerome Boateng beispielsweise ist auch ein Freund von dir, der ist ja der Mannschafts-DJ. Heißt das, dass deine Songs auch vom Spiel in der Kabine laufen? Das weiß ich nicht. Also ich habe davon noch nichts mitbekommen. Aber Jerome ist mehr so der Ami-Rap-Typ, so. Er ist nicht so Deutsch-Rap, ist glaube ich nicht so seine Welt. Der hört so mehr Weekend und so Sachen. Der ist jetzt nicht so der der Deutsch-Rap-Typ. Glaube ich eher weniger, aber kann schon sein, weiß ich jetzt nicht. Wir haben noch nicht drüber geredet. Wie hast du die ganze Diskussion über diese unverschämten Aussagen von Herrn Gauland wahrgenommen? Ja, das ist so ein Quatsch, dass es an niemanden so... Kann man gar nicht für voll nehmen. Ich habe darüber gelacht. So. Und ich habe auch ihn er hat darüber bestimmt genauso gelacht. So. Er hat mir auch gesagt, das ist nicht mal der Rede wert, so ein Quatsch. Ich glaube schon, dass jeder gerne sein Nachbar sein würde. Also ich auf jeden Fall. Und das ist eigentlich nicht mehr der Rede wert, dass wir überhaupt über sowas reden. Das ist schon eine Schande für uns selber, dass wir über sowas Unwichtiges einfach reden, so, weißt du? Ich meine, wenn er der Meinung ist, dass das so ist, dann okay, cool, schön für dich. Interessiert aber keinen, so, weißt du? Die Leute regen sich halt drüber auf, weil er jetzt halt Nationalspieler ist und so. Hätte er das jetzt über mich gesagt, wäre jetzt kein interessiert, so, weißt du, meine? Und genauso wenig interessiert es mich und genauso wenig interessiert Jerome selber und einfach lächerlich. Keine Ahnung. Finde ich, ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Du hast gesagt, Deutschland wird Europameister. Hundertprozentig. Das ist eine klare Aussage. Das ist sicherlich auch eine Aussage, also im Finale 100%. Im Finale weiß der Finale hat seine eigenen Regeln. Da weiß man nicht so, was passiert. Aber ich bin guter Dinge und ich würde sagen, zu 90% wird Deutschland Europameister. Das heißt auch, dass wir morgen Abend gewinnen werden. Wir verabschieden uns, genießen jetzt noch den sonnigen Tag. Auf Wiedersehen.